Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Börsenplatz beim DAF. Wie schlagen sich die Rohstoffmärkte? Öl rutscht ab, Gold und Silber verlieren an Glanz. Wie sind die Aussichten? Das fragen wir Eugen Weinberg von der Commerzbank. Schönen guten Tag, Herr Weinberg. Guten Tag. Fangen wir doch mal mit dem Öl an, Herr Weinberg. Es ist unter 100 Dollar und wenn wir mal auf den Chart sehen, dann sehen wir gerade einen rapiden Abrutsch in den letzten Monaten. Warum ist das so? Also hätte man mir noch vor wenigen Monaten gesagt, dass es so viele geopolitische Risiken jetzt auf einmal auf die Märkte zukämen, also natürlich mit der Krise im Nahen Osten, insbesondere im Irak, aber auch mit der Krise in der Ostukraine und mit den drohenden Sanktionen gegen den Energiesektor in Russland, würde ich sagen wahrscheinlich, dass der Ölpreis irgendwo zwischen 120 und 140 Dollar liegt, aber der Preis ist jetzt unter 100 gerutscht und es gibt wirklich dafür auch fundamentale Erklärungen, denn die wichtigste Erklärung ist ja, es gibt ja weniger Käufer als Verkäufer und auf die Frage warum, kann man sagen, dass es jetzt deutlich mehr Öl auf dem Markt gibt, als man zuvor gedacht hat. Libyen liefert jetzt wieder, das war vor einem Jahr zum Beispiel noch anders. Ja. Andererseits lässt auch die Nachfrage nach. Wir haben jetzt im Sommer gesehen, dass China weniger importiert hat. Ist das ein Trend mit der chinesischen Wirtschaft? Es fällt ja alles zusammen. Zum einen natürlich mit Libyen. Noch vor wenigen Monaten 200.000 Barrel pro Tag, mittlerweile auf über 800.000 gestiegen. Zum Jahresende wahrscheinlich wieder über 1 Million wird jetzt Libyen produzieren. Bis jetzt hatten die ganzen Sanktionen gegen Russland keinerlei Auswirkung auf dessen Ölproduktion. Und in den USA, die Amerikaner haben innerhalb von einem Jahr ihre Produktion um knapp 1,8 Millionen Barrel gesteigert. Das ist mehr als Libyen jemals pro Tag hergestellt hat. Und das ist sozusagen nur Ausweitung innerhalb eines Jahres. Und gleichzeitig kommen ja schlechte Meldungen aus den OECD-Ländern, dass hier die Nachfrage deutlich schwächer ist, dass China nicht mehr ganz so viel nachfragt. Also das fällt natürlich alles momentan in einen nahrhaften Boden. Weil die meisten Spekulanten gehen jetzt nicht mehr wie früher von steigenden Preisen aus, sondern eher von den fallenden Preisen. Und deswegen sind sie wahrscheinlich auch der Auslöser und der Grund für diesen rapiden Rückgang viel mehr als die physische Seite. Die Spekulanten setzen mehrheitlich momentan auf fallende Preise. So viele Wetten auf fallende Preise wurden in den letzten 3-4 Monaten abgeschlossen wie nie zuvor. Die Anzahl hat sich ja mehr als verdreifacht innerhalb von wenigen Monaten. Und das war wahrscheinlich mit der Auslöser. Aber für mich auch ein kleiner Punkt Hoffnung, weil ja irgendwann ist es zu viel des Guten. Und da werden die Preise wieder drehen. Wo findet dann das Öl einen Boden? Ich glaube, dass bei 100 Dollar auch schon das Ende erreicht ist. Weil man muss ja wissen, die OPEC-Länder haben in den vergangenen Jahren so stark ihre Staatsausgaben ausgeweitet, dass sie mit einem Ölpreis von 90 oder sogar 80 Dollar nicht mehr auskommen. Sie brauchen jetzt diese 100 Dollar oder mehr in der Zukunft. Aktuell liegt der OPEC-Ölpreis bei knapp 95 Dollar. Das ist ihnen viel zu wenig. Da werden sie in Kürze bestimmt auch reagieren, wenn der Preis nicht bis dahin wieder sich erholt hat. Mhm. Wo aber sonst investieren, muss man sich jetzt auch fragen, denn das, was man immer als sicheren Hafen betrachtet hat, Edelmetalle, die fallen jetzt auch aus. Ja. Sinkt da die Nachfrage? Ist es die Dollarstärke? Was drückt aufs Gold? Ich vermute, dass die Dollarstärke der wichtigste Faktor ist. Denn wenn man jetzt das nicht, also den Goldpreis nicht in Dollar, sondern in Euro bezeichnet, dann wird man ja sehen, dass hier der Trend noch bei weitem nicht gebrochen ist. Also der Aufwärtstrend der letzten Monate, der hält an. Die Preise sind ja knapp unter der wichtigen Marke von 1000 Euro momentan angekommen. Da ist momentan wirklich eher entspanntere Situation. Viel mehr Druck kommt ja von der Dollarseite als von allen anderen Seiten. Und natürlich jetzt mit dem Ausstieg der Fed aus der lockeren, ultralockeren Geldpolitik, da werden ja die Zinsen womöglich im nächsten Jahr steigen, vielleicht schneller sogar, als man zuvor gedacht hat. Und das ist ein Belastungsfaktor, weil warum braucht man Gold? Man braucht Gold, insbesondere wenn es keinen Zins gibt. Ja, und wenn jetzt in den USA plötzlich nicht nur die Nominalzinsen, sondern sogar die Realzinsen positiv sind, dann werden die Anleger, die zuvor auf Gold gesetzt haben, wahrscheinlich umschichten. Ich gehe davon aus, dass es langfristig immer noch ein gutes Investment ist, aber kurzfristig gibt es tatsächlich eine relative Schwäche. Kann man denn sagen, jetzt da
zum dritten Quartal in Folge die Goldnachfrage auch sinkt. Das war letztes Jahr auch noch anders, dass der Preis niedrig genug ist, dass man vielleicht sagt, da steigt der eine oder andere wieder ein, spekulativ, und wir sehen so eine kleine Jahresendrallye. Ja, Jahresendrallye ist immer möglich, aber bei Gold ist die Logik eine ein bisschen andere als bei den restlichen Rohstoffen, während die restlichen Rohstoffe insbesondere dann nachgefragt werden, wenn sie günstig sind, ist es bei Gold andersrum. Da kauft man doch lieber in einen Aufwärtstrend hinein, als man ins fallende Messer jetzt greift. Und deswegen sind die Anleger auch momentan eher vorsichtig. Sie warten momentan auf beunruhigt durch vielerlei Schätzungen von den renommierten Analystenhäusern, dass die Preise in der Zukunft fallen werden. Sie warten ab, bis die Preise sich wieder stabilisiert haben, bis sich wieder der Aufwärtstrend etabliert hat. Erst dann werden sie einsteigen. Das würde ich auch momentan auch empfehlen. Ich glaube, dass momentan die Anleger tatsächlich abwarten können, ob jetzt Jahresrallye kommt. Es gäbe dafür Gründe. Es gäbe auch viele Gründe dafür, warum jetzt die Preise noch weiter fallen könnten. Okay, einige Zentralbanken und Notenbanken machen jetzt Gold so ein bisschen als neuen Trend aus. Kasachstan, Russland stocken ihre Reserven auf. Deutschland tut das nicht mehr. Ist das aktuell ein Trend angesichts der günstigen Preise? Das ist der Trend der letzten 3-4 Jahre. Die Zentralbanken waren früher wie ein Damoklesschwert. Die schwebten über den Markt, und jede Zeit, wenn die Preise zu sehr gestiegen sind, haben sie hunderte Tonnen auf den Markt geworfen, und dann kamen die Preise schon wieder schön unter Druck. Momentan, also das heißt in den letzten 3 Jahren, waren es Nettokäufer. Das heißt, die Zentralbanken haben netto deutlich mehr eingekauft, vor allem die Schwellenländer, deutlich mehr eingekauft als verkauft. Und es gibt auch eine Zentralbank, von deren Handlungen man ja nie so viel weiß. Das ist die chinesische Zentralbank. Da würde man auch schon gern wissen, ob sie dann auch schon zugeschlagen haben. Von deren Handlungen wird es abhängen, ob die Preise wie von vielen negativ gestimmten Experten momentan erwartet, der Preis in Richtung 1000 Dollar geht oder schon jetzt bei 1200 dreht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Preise den Boden jetzt erreicht haben und jetzt sich in den kommenden Wochen, in den nächsten Monaten vielleicht stabilisieren werden. Aber innerhalb der 1000 oder? Ach, also davon bin ich überzeugt. Also dass 1000 Dollar nicht angetestet werden, davon bin ich überzeugt. Aber ausschließen kann man an diesen Märkten nichts. Mhm. Das bleibt noch spannend. Schauen wir mal weiter. Der kleine Bruder vom Gold ist Silber, ist eigentlich immer in der Industrie sehr gefragt. Aber auch das funktioniert aktuell nicht. Wir sehen in Europa sowieso eine relative Konjunkturschwäche. Ja. Das mag in Asien noch anders sein, auch in den USA. Trotzdem funktioniert es nicht. Warum geht Silber da jetzt Hand in Hand jetzt mit abwärts? Das hat eher mit dem Verhalten von Silber an sich jetzt in den letzten Jahren zu tun. Die physische Nachfrage spielt natürlich bei Silber eine deutlich wichtigere Rolle, aber bei der Preisgestaltung spielt vor allem Silber eher sich im Schatten von Gold wieder. Das ist wie ein kleiner Bruder von Gold, verhält er sich, auch wenn jetzt die Nachfrage einen völlig anderen Trend hat. Also deswegen bin ich auch überzeugt, dass Silber genau die gleichen Kapriolen von Gold nachmachen wird. Das heißt, wenn jetzt die Preise von Gold weiter unter Druck kommen, dann ist auch 15-Dollar-Marke bei Silber im Gespräch, wird sich der Goldpreis aber jetzt stabilisieren, wie von uns erwartet, werden die Preise wieder auf über 20 Dollar steigen, wo sie auch vor kurzem gewesen sind. Also ich würde sagen, dass Silber leider nichts anderes ist als eine Wette mit einem Hebel, mit einem gewissen Hebel auf den Goldpreis. Ah, okay. Und was macht Platin? Ist immer noch teurer als Gold, verliert aber auch? Also Platin, das hat einen deutlich anderen Hintergrund. Das spielt vor allem die Produktion in Südafrika, die Produktion in Russland und die Nachfrage aus China eine wichtige Rolle. Da bin ich überzeugt, dass aufgrund der Zugeständnisse, die die Platinproduzenten jetzt den Minenarbeitern gemacht haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, dass die Produktionskosten von Platin dermaßen stark in den nächsten 3-4 Jahren steigen werden, dass die heutigen Preise wie ein Schnäppchen aussehen werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Anstieg der Produktionskosten durchaus 20 oder 30% prozentigen Anstieg der Preise für Platin insbesondere in den nächsten 3-4 Jahren ausmachen wird. Was ist denn aber, wenn Russland, der zweitgrößte Förderer von Platin, jetzt mit dieser Sanktionsspirale, die nun leider läuft,
sagt, gut, wir fördern jetzt weniger Platin? Naja, freiwillig werden die Russen wahrscheinlich auf diese Einnahmen und auf diese Mehreinnahmen nicht verzichten wollen. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass der Westen sagt, auf eure Platin oder auf eure Palladium können wir durchaus verzichten. Wir können es womöglich aus Südafrika holen oder aus anderen Ländern. Und das dürfte schon eine Rolle spielen. Aber meines Erachtens ist der Markt momentan dermaßen negativ gestimmt, dass die ganzen positiven Faktoren bei Rohstoffen, sei es jetzt bei Öl, bei Gold oder eben bei Platinmetallen, momentan völlig außer Acht gelassen werden. Der Markt ist momentan eher taub an einem Ohr. Also das heißt also, die negativen Nachrichten, die werden voll eskomptiert, die Preise gehen, kommen unter Druck. Die positiven Nachrichten, die jetzt langfristig dafür sprechen, dass die Rohstoffpreise langfristig steigen werden, die werden momentan völlig ignoriert. Und das ist meines Erachtens ein Fehler, den aktuell viele Anleger machen. Ein paar Anleger machen den Fehler anscheinend nicht, zumindest nicht bei Palladium. Wir haben da seit 13 Jahren, das nehme ich jetzt mal hier vorweg, sieht man im Chart nicht, einen relativ langen Aufwärtstrend. Ja. Der ist jetzt gerade, wird wieder mal ein bisschen korrigiert. Aber Palladium dennoch sehr gut gelaufen, seit Jahresbeginn ordentlich im Plus im Gegensatz zu den anderen Edelmetallen. ETFs haben gekauft, ja, aber das ist als Erklärung nicht ausreichend. Nein, also die ETFs sind natürlich ein ganz wichtiger Nachfragestütze, aber vielmehr hat hier eine sehr gute Autokonjunktur in China auch gespielt. Es werden vermutlich fast 20 Millionen PKWs in diesem Jahr in China zugelassen. Sie werden allesamt, weil es Benziner sind, mit den Palladium-Katalysatoren ausgestattet. Das heißt, die Nachfrage ist sehr stark, während jetzt die Angebotsseite zum einen in Südafrika durch die Streiks, zum anderen wegen möglicher Sanktionen in Russland negativ betroffen ist. Also meines Erachtens dürfte der Trend bei Palladium jetzt nach einer kurzen Verschnaufpause sich fortsetzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Preise schon zum Jahresende die wichtige Marke von $900 und im nächsten Jahr vielleicht sogar in Richtung $1000 gehen wird. Also die fundamentalen Daten sprechen eindeutig für steigende Preise. Knappes Angebot, steigende Nachfrage sind für mich die wichtigsten Faktoren langfristig. Und davon bin ich überzeugt, auch bei Palladium, dass solange die Preise insbesondere deutlich günstiger sind als die Platinpreise, werden auch die Autoproduzenten eher zu Palladium als einer günstigeren Alternative greifen. Herr Weinberg, und wenn es soweit ist, dann reden wir da wieder drüber. Hat viel Spaß gemacht, haben Sie vielen Dank. Auch mir. Liebe Zuschauer, bei den Rohstoffen eine durchaus negative Tendenz, aber zumindest positive Aussichten bei Platin und Palladium. Das war's von uns vom DAF zu den Rohstoffen heute. Diese Sendung gerne nochmal auf daf.fm zum nochmal anschauen. Wir sehen uns gerne wieder. Bis dahin, auf Wiederschauen.